Es fehlt die Zeit und deswegen ist aus Sicht von Hertha-Trainer Pal Dardai noch keine Zeit für das Gerede über eine vermeintliche Krise, auch wenn sein Team in der Euroleague-Gruppenletzter mit nur einem Zehner ist, wettbewerbsübergreifend 4 der letzten 5 Pflichtspiele verloren hat. Ich kann mir offen reden. Der wichtigste Grund, wir haben letztes Jahr und auch vorletztes Jahr, wir haben ganze Woche gearbeitet, von Montag bis Freitag, bis Spiel, mit Automatismen, eine Mannschaft haben vorbereitet, mit Trainingsmethode bis zum Spiel. Jetzt hast du die Zeit nicht. Jetzt hast du die Zeit, hier regenerieren, Tafel, Konzept und dann gehen wir raus. Die Spieler müssen sie lernen. Dann gibt nicht dieser Trainingseffekt und dann kann ich Fehler machen, sondern das ist ein anderes Karussell. Da haben wir nicht genug Erfahrung. Und dann muss ich auch mit Vedat und mit Salomon auch aufpassen. Die sind nicht mehr die Jüngste. Dann muss ich sehen, wie brauche ich ihm und wo können sie zu uns helfen. Ich habe das so eingeschätzt, wenn die letzte halbe Stunde kommen, das ist genug, zu uns zu helfen, wenn das Spiel ist kritisch. Hat auch so ausgesehen, dass diese Chance war da, sogar für die beiden, hat das nie geklappt und da kann ich keine Vorwürfe machen. Die haben sie da gekämpft, alles gemacht und dann die Entscheidung habe ich getroffen und die Mannschaft und die Team, das war auch abgesprochen. Jetzt kommt die nächste Spiel und dann spielen sie von Anfang an und dann schauen wir weiter. Und die größte Problem ist das, nach meiner Sicht, jetzt gibt es keine Automatismen drin bei unserem Spiel. Dann gibt es individuelle Qualität, individuelle Mischung und dann kommt so etwas raus, die müssen sie ein bisschen noch besser hinzukriegen. Und das kommt mit der Zeit. Devi neu, Tino neu, das sind Dinge, was man Geduld braucht. Wenn einer keine Geduld hat, dann sage ich sorry. Ich kenne keine Mannschaft, das von einem Tag für die andere mit neuer Besetzung sofort funktioniert. Dafür muss man eine Genie sein. Ich bin kein Genie und kein Zauberer, war ich nie. Und dadurch ich bin maximal zufrieden momentan, was wir haben. Weil ich habe in der Bundesliga bis jetzt 10 Punkte erwartet, 9 geworden. Und in der Euroleague, ich sage ganz ehrlich, ich habe nichts anderes erwartet. Ich habe selber gespielt, ich weiß, wie schwierig ist das. Ich weiß, wie schwierig da hinzugehen. Ich habe nichts anderes erwartet. Letztes Jahr war alle sauer, wo wir rausgeflogen haben. Ich war nicht sauer. Ich war die nicht sauer war. Ich habe gewusst, wir sind nicht so reif. Dieses Jahr, wir sind da und fehlt noch etwas. Aber die sind jung, die sind gut genug, das zu wegzustecken, lernen davon. Das ist anderes. Da reicht nur so ein Tor wie gestern und dann die ganze Konzept erstmal wachert. Können Sie das nicht leisten? Da müssen Sie lernen. Nein, spielen wir weiter. Und dafür ist das gut. Und wir werden sehen, was bringt die nächste Woche? Was bringt die Freiburg? Natürlich die Pokerspiel zu Hause. Und dann haben wir zu Hause die Hamburg-Spiel. 1:2 hieß es am Donnerstagabend aus Sicht der Berliner Hertha. 20 Minuten präsentierte sich sein Team so, wie es der Übungsleiter sich vorgestellt hat. Letztlich nahmen die Berliner aber abermals nicht Zählbares mit aus der Ukraine. Ich habe etwas vorgenommen, die ersten 20 Minuten. Ich habe einiges von Plan her wieder gesehen. Da war genug Torschance da, die nehme ich mit. Und was ich nicht mitnehme, das ist die, kann ich auch sagen, ein bisschen von Zweikampfführung und ein bisschen von Einstellung. Bei der Mauer, wenn das wegdreht, bei so einem Weitschuss, da muss man schon das stellen. Dann wissen wir, wo müssen wir uns verbessern. Und dann die beiden Sachen nehme ich mit und auch die frischen Spieler, was wir noch dazukommen. Und dann werden wir eine gute Party anbieten. Bei den Fans herrscht Kater statt Partystimmung. Platz 10 in der Bundesliga will noch keine Euphorie einkehren lassen. Aber Pal Dardai konkretisiert noch einmal, dass er sein Team im Soll sieht. Wir haben einige Ziele gesetzt. In die Bundesliga 10. Platz. Wir sind nicht weit davon. Wir haben Ziele gesetzt, in die dieses Jahr junge Spieler und die neuen Spieler integrieren. Wir sind auch bei gutem Weg. Der wie gestern 60 Minuten gespielt. Übrigens hat er riesen Muskelkader. 60 Minuten war eingeplant. 60. Minute macht er die Tor. Kommt er raus, jetzt behandeln sie, kann auch wieder helfen als Joker, das nächste Spiel. Dann Arne Meyer hat richtig gut gespielt, ich hoffe, dass auch andere gesehen hat, nicht nur ich. Und in die Euroleague, die mathematische Chance ist da, aber das ist ein Quatsch. Ja? Darüber müssen wir nicht reden, müssen wir nicht schön reden. Wir haben gesagt, dieses Jahr wollen wir uns messen in Europa, dann sieht man, das ist eigentlich zu dünn. Das ist die Spieler spüren sie bei der eigenen Haut, dann wissen sie, wo muss man ein bisschen aufpassen, wo muss verbessern. Und dadurch, ich spüre keine Krise. Ich habe keine Mannschaft gesehen, das nicht gelaufen oder auseinander, eine nach links, eine nach rechts. Das habe ich selber nicht gesehen gegen Schalke. Und dadurch, ich spüre das gar nichts. Und muss ich sagen, ich lese keine Zeitung, dass ihr weiß das. Dadurch, das kommt nicht mit. Und das muss ihr wissen, ob es uns Krise gibt. Im Hinblick auf die ausbleibenden Ergebnisse sieht der Manager die fehlende Zeit in einem Punkt doch als Vorteil. Das Schöne im Fußball ist ja, dass es übermorgen schon wieder die nächste Chance gibt. Das bringen diese englischen Wochen ja mit sich. Dass wir uns steigern müssen, wissen wir, das ist keine Frage. Gerade auswärts und was auf uns zukommt am Sonntag, das wissen wir auch. In Freiburg, eine Mannschaft, die
leidenschaftlich unterwegs ist vor eigenem Publikum und wir werden versuchen, dort so dagegen zu halten, wie das nötig sein wird in Freiburg. Und das, was der Trainer eben gesagt hat, ist das, was in so einem Moment so ein bisschen abgeht in diesen Phasen, in denen wir gut im Spiel sind und in denen wir Torchancen herausspielen, müssen wir schauen, dass wir dann auch effektiver werden. Fehlende Automatismen, fehlende Trainingszeit, inhaltliche Argumente dafür, warum die Doppel- bzw. die Dreifachbelastung Probleme mit sich bringt. Und das, obwohl man im Lager von Hertha BSC vor der Spielzeit viele Faktoren mit eingerechnet hat. Ich glaube, dass wir uns viele Gedanken gemacht haben über die Vorbereitung. Die Reisen waren, soweit wir es beeinflussen konnten, optimal. Wenn Nebel ist, haben wir da noch keinen Einfluss drauf, dann machen wir wie jetzt dann noch eine Nacht. Aber das ist auch am Ende kein großes Problem. Ich sehe auch nicht, dass das ein Kräfteproblem ist im Moment. Es ist das ist ein Erfahrungswert, den wir sammeln international und der Zwischenstand nach der Hälfte der Euroleague-Spiele ist so, dass wir da noch zulegen können und müssen, keine Frage. Aber ich darf auch nochmal daran erinnern, dass wir uns das in diesen letzten beiden Jahren hart erarbeitet haben, dass wir froh sind, dass wir da sind, dass wir diese Erfahrungen sammeln, dass die auch wichtig sind für unsere jungen Spieler, um eben diese Schritte weiterzukommen, hin zu einer Mannschaft, die in der Lage ist, dann alle drei Tage vielleicht stabil Fußball zu spielen. Das ist jetzt nicht so ganz überraschend, dass wir da noch nicht sind. Ja, aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt nicht mit einem Punkt zufrieden sind. Also ich will keinen falschen Eindruck erwecken. Aber wir haben, können die Spiele ja alle durchgehen. Ja? Wir haben in allen Spielen ja Momente gehabt, wo das zur anderen Seite hätte ausschlagen können. Ganz krass sicherlich direkt im ersten Spiel gegen Bilbao, aber auch in Schweden müssen wir eigentlich in Führung gehen, 2-0. Dann läuft das alles anders. Aber dass das nicht so ist, zeigt eben, dass wir noch zu arbeiten haben. Ich sehe das nicht originär im Zusammenhang mit der Doppelbelastung. Es fehlt die Zeit und doch ist es mal wieder Zeit für einen Sieg der Berliner Hertha.